Hier ist die Zahl 163. Wenn ich die etwas ausführlicher schreiben würde, könnte ich das folgende machen. Ich gucke erst in die 100er Stelle und dann sehe ich, dass hier eine 1 steht. Also ist hier mindestens ein 100er drin. 100er. Also das ist genau die gleiche 1. Und außerdem ist auch noch eine 6 hier an der 10er Stelle. Deswegen sind auch noch 6 Zehner in der Zahl. 6 Zehner. Und in der 1er Stelle ist eine orangene 3. Also stecken da auch noch 3 Einer in der Zahl. Und bildlich würde das Ganze folgendermaßen aussehen, nämlich so hier. Hier ist ein Block mit 100 Kästchen. Hier sind 6 Reihen mit jeweils 10 Kästchen. Also ist eine Reihe hier ein Zehner und der ganze Block hier ist ein Hunderter. Also 100 und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zehner, also 60 und 3 Einer. Also sind das 163 Dinge. Das gleiche kann ich auch mit der Zahl 324 machen. 324 hat eine 3 in der Hunderter Stelle, also besteht sie aus 300ern. 300er. Und 324 hat eine 2 in der 10er Stelle. Also sind da auch noch 2 Zehner drin. 2 Zehner. Und eine 4 in der 1er Stelle. Also noch plus 4 Einer. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. 1, 2, 3 Gruppen mit jeweils 100 Kästchen. 2 Gruppen mit jeweils 10 Kästchen. Und 4 einzelne Kästchen. Macht 300. 24. So, was passiert, wenn ich das Ganze jetzt addiere? Wenn ich die beiden Zahlen also zusammenfüge? Naja, ich könnte jetzt zum Beispiel in der 100er Stelle anfangen. Also 1, 100er und 300er macht 400er. Und das siehst du hier auch. 100er plus 300er macht 400er. 400er. So, auf in die 10er Stelle. 6 Zehner und 2 Zehner macht 8 Zehner. Also auch hier nochmal ausführlich 6 Zehner plus 2 Zehner macht 8 Zehner. Ich ziehe auch mal noch so eine weiße Linie hier drunter. Dann weiß man, dass darunter das Ergebnis steht. So. Und dann lass uns noch in die Einer Stelle gucken. Da sind 3 Einer in der Zahl hier oben und 4 Einer in der Zahl hier unten. Also macht das zusammen 7 Einer. Und hier auch nochmal 3 Einer und 4 Einer macht 7 Einer. Jetzt lass mich das Ganze nochmal einmal bildlich bestätigen, dass die Zahl hier unten wirklich rauskommt. Also ich gucke mal erstmal, gucke ich mal jetzt in die Einer Stelle. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ich die Kästchen hier alle zähle, alle orangenen Kästchen, sind das genau 7 Einer. Und bei den gelben Reihen hier, das war ja eine Reihe war ja ein Zehner, weil sie 10 Kästchen hat. Also jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Kästchen hier, die ich jetzt gelb einrahme, habe ich gerade gezählt und das sind 8. Und haha, das passt. Hier habe ich nämlich auch 8 Zehner. Und dann bleiben mir noch die 100er, das ist noch einfacher. 1, 2, 3, 4. Die hier, die ich jetzt violett einkreise, das sind alle 100er und davon bleiben mir 4, wenn ich addiere. Und tada, 400er. Also ist 163 plus 324 487.